das letzte Spiel von SFN Vechta vor der Winterpause gegen HSG Blomberg Lippe 2. Einer Mannschaft, der in der Tabelle in Reichweite steht mit 7 Punkten. SFN hatte 4 Punkte. Also die Erwartungen waren groß bei SFN. Doch dank die Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland waren die Frauen aus der Region Lippe mit 4 Spielern aus der ersten Bundesligamannschaft angereist. Es war mit der Nummer 20 Larissa Petersen, Nummer 32 Patricia Emilio Rodriguez, der Nummer 34 Katrin Pickelmeier und mit der Nummer 38 Celine Michielsen. Trotz die 4 erste Bundesligaspielerinnen war das Spiel am Anfang ausgeglichen. Das erste Tor kam von Katrin Pickelmeier 0:1. Doch 14 Sekunden später war es wieder unentschieden durch Tina Schwarz 1:1. Die Tore fielen im ersten Halbzeit an den laufenden Band. Und SFN ging mit 2:1 in Führung durch Jennifer Adami. Und 7 Sekunden später war es wieder ausgeglichen 2:2. In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen mit 2 schwachen Abwehrreihen. Es steht jetzt 4:4. Doch dann Mette Müller und SFN führt 5:4. Dann die Chance auf 6:4. 7 Meter Tina Schwarz. Normalerweise geht der fast immer rein, aber jetzt nicht. Es bleibt 5:4. Und Larissa Petersen bedrängt, doch Ausgleich 5:5. Dann setzen sich Blomberg-Lippe etwas ab, führen mit 8:6. Jennifer Adami, Mette Müller 7:8. Dann Tina Schwarz mit 10 Tor, Topscorer bei SFN zum 8:8 Ausgleich. Luca Wolle gestoppt von Luisa Rabeneck. Und der Ball kommt zu Leni Wöpking, sie verwertet auf 9:8. Luca Wodde, 10:8, SFN führt mit 2 Tore. Dann Patricia Emi Rodriguez, 10:9. Diese 4 erste Bundesligaspielerinnen trafen 23 Mal. Doch die Mannschaft mit nur Drittligaspielerinnen treffen hier zum 11:9 Mette Müller. Doch dann lief Blomberg-Lippe davon. Munia Schmitz mit ein 7 Meter, 16:14 für Blomberg-Lippe. Doch SFN gab noch nicht auf. Tina Schwarz 15:16. Katrin Pickelmeier mit 8 Tor Topscore bei Blomberg mit das 17:15 für Blomberg-Lippe. Luca Wodde, wiederum Tina Schwarz, 16:17. Celine Michielsen, 16:18. Gut gemacht, Jane Müller, 17:18. Blomberg-Lippe behielt die Führung, doch es war noch immer eng. 20:19 für Blomberg-Lippe. Und Luca Wodde wiederum der Ausgleich. 20:20. Der Halbzeitstand war 21:20 für Blomberg-Lippe durch Tor von Patricia Emi Rodriguez. Eine 40 Tore in 30 Minuten, außerordentlich viel. Dann die zweite Halbzeit. Da stand die Abwehr bei Blomberg-Lippe besser.
und die Lippeländerinnen liefen davon. Celine Michielsen zum 20:22. Dann Nidhi Silvia Agundu mit 20:23. Und gleich darauf 20:24. Aus einem 7 Meter von Munia Schmitz. Dina Schwarz verkürzt hier aus 22:26. Dann die erst 17-jährige Akunedo zum 22:27. Und Blomberg-Lippe baut die Führung aus. Patricia Emi Rodriguez 22:28. Janne Müller verkürzt auf 23:28. Larissa Petersen 23:29 und Monia Schmitz mit einem 7 Meter 23:30. Es waren noch 20 Minuten zu spielen, doch das Spiel war gelaufen. Blomberg machte weiter, führte mit 34:26. Mette Müller zum 27:34 mit noch 10 Minuten zu spielen. 27:35. Dorisch Katrin Pickelmeier. Und erneut Katrin Pickelmeier 27:36. Und der Zimmermann 28:36. Alles was FFN machte war Ergebniskorrektur. 28:37. Dordosch Nele Franz, es ging so einfach. Das war wiederum schön gemacht, Mette Müller 29:37. Otte Müller 30:37. Larissa Petersen 30:38. Noch 4,5 Minuten, es war ein Leidensweg für SFN. Nele Franz, fast alles ging rein, 30:39. Leno Wipking tut noch was zurück, 31:39. Und endlich mal gut verteidigt. Und Dina Schwarz. 32:39. Am Ende verlor SFN Vechta mit 32:42. Verdienter Sieg vor Blomberg-Lippe 2. Ein sehr schlechtes Spiel von SFN Vechta. Doch ich traue mir zu sagen, wenn die vier erste Bundesligaspielerinnen nicht dabei gewesen wären, wäre es anders gelaufen. Aber wer bin ich? Am 13. Januar geht es weiter mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund 2 und dann ist kein WM. Ich sage: schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Bis dann.